Willkommen zu meinem dritten Advent-Special. Wie ihr seht, ist alles mit dabei, von Böller bis hin zum Leuchtfeuerwerk, bis hin zu Raketen und Batterien. Bombenrohre sind natürlich auch dabei. Aber wir gehen jetzt mal genauer drauf ein. Hier sind von Jorge die Skyrockets, in Blau und in Rot. Dann haben wir so eine Treiberrakete von Panda, die Green Wraith. Eine Lassie Jawbreaker. Dann von Nico die Green Glitter und nochmal eine Panda-Rakete, die Green Star. Dann haben wir hier ein Keller Vesuv, ein Dynamitböller, der Superböller 2 von Pyroart. Das müsste ein Veko-Knallfreust sein. Dann haben wir hier dreimal die Thunder Kong Max oder Max. Ein Lestima Mia Bengalo. Dann von Jorge die Supercolor Fountains in Gold, Blau und Grün. Dann haben wir hier, wie man an der Banderole erkennen kann, die neuere Version oder neuere Charge der Panda Booster D. Soll nicht so gut sein. Ein Päckchen China-Böller D von Keller mit polnischem Backcover. Mal gucken, ob sie etwas anders sind als die normalen deutschen. Dann hier Superböller 1. Von Nico, eine Silberblitzfontäne von Komet, von Nico das Bang-Shooter-Bombenrohr, von Komet eine etwas ältere Artikel, die Prachtsonne, und wenn wir natürlich irgendwo an einem Baum oder ähnliches hängen, dann haben wir hier von Veko die Profiline 816, also 8.16, das ist die mit den roten Falling Leaves. Von Leslie die Kometenbatterie Goldrausch. Von Veko die Porky Pick. Und dann haben wir noch von Nico aus der First Class die Sydney. Ich wünsche euch viel Spaß beim dritten Advent Special. Und ich hoffe, ich kann euch damit die Zeit etwas verkürzen. So, wir starten jetzt mit dem dritten Advent Special. Ich bin mit einem Kollegen hier und wir fangen an mit der Komet Prachtsonne. Hat ja schon mal super funktioniert. Also. So, hier ist jetzt der Karton. Die Batterien zünden wir gleich parallel und wir fangen mal einfach an mit dem Keller Vesuv Vulkan. Ist leider ein bisschen stark am Regnen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. War nicht schlecht. Dann nehmen wir mal die Superbälle 1 von Nico. Die sind ordentlich gut. Ah, die können noch was. Dann nehmen wir mal hier die Silberblitzfontäne von Komet. Ich zünde heute nicht, das ist ein Kollege von mir hier, wie gesagt. Er hat heute das Vergnügen. Auch nicht schlecht. Dann machen wir weiter mit den Supercolor Fountains von Jorge. Drei Stück auf einmal. In Gold, Blau und Grün.
gucken, wo wir die hier befestigt bekommen. Ob du die hier im Boden gesteckt bekommst. Guck mal, ob der hier bodenweicher ist. Ja. Das ist leider alles, was sehr hell für die Kamera. Man sieht leider die Bengalbasis nicht in Gold, Grün und Blau. Jetzt geht's über zum Gold. Für den Preis macht es echt immer wieder Spaß. Eine extrem lange Brenndauer. Machen wir weiter mit den Böllern hier. Das sind die Booster D. Noch in der schlechten Version, oder schon die schlechte Version. Da waren wir doch nicht so schlecht. Okay, machen wir weiter mit den Keller-D-Böllern. Gucken wir diesen Jahr mal dieses polnische Backcover. Schnipseln noch gut. Oder sehr gut noch. Mit Funkenflug ein bisschen. Boah. Und Kollege, was sagst du? Waren gut? Ja, geht gut ab. Dann machen wir weiter mit dem Dynamitböller. Der will nicht. Ist er da ausgegangen? Machen wir weiter mit dem Knallfrosch. Ist er da auch ausgegangen? Hat scheint in die Kiste geregnet. Dann machen wir weiter mit dem Bamabia Bengalo. Ist ein bisschen schade drum. Gelb. Wirklich extrem hell für die kleine Größe. Brennen natürlich nicht so lange wie die von Blackbox und Co. Aber für den Preis und die Größe sind die ordentlich. Und zu guter Letzt machen wir einfach die drei Thunder Kong Bombenrohre. Nummer 1 und die letzten beiden auf Schlag, bitte.
Sehr schön, jetzt sind wir noch die Batterien und die Raketen, aber dafür mache ich erstmal einen Cut. Da geht's mit den Raketen. Ja, toll, die war genau hinter den Bäumen. Die natürlich auch. Eine rote Skyrocket. Jetzt kommt die grüne Nico-Rakete. Wie gesagt, Schütteffekt. Schon etwas älter die Rakete. Und die hatte leider keinen Zerleger. So, jetzt machen wir noch schnell die Batterien. So, weiter geht's mit der Goldrausch. Das war Nummer 1. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Tropfen auf dem Display, also auf der Linse hier. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen wegzumachen. Aber es ist halt gerade ein bisschen blödes Wetter. Jetzt kommt die Weco-Batterie. So eine kleine Mixbatterie. Jetzt kommt die Sydney von Nico aus der First Class Serie. Fischeffekt. Auch wenn ich nicht so der Fan von leisen Effekten bin, fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. So schön langziehende Fische oder weit auslaufende Fische. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das mit den Regentropfen und dem Tuch hier, aber es geht gerade leider nicht anders. So, und zu guter Letzt die Weco Profiline 8.16 müsste das sein, die Red Falling Lease. Thank you.
Also erstmal schön langziehen und ich muss ehrlich sagen, die sind ja, die Abschüsse sind ja heftiger als manche Zerleger von irgendwelchen Batterien. Also das ist echt heftig. Und zu guter Schluss kommt jetzt das Bang Shooter von Nico. Sehr schön. So, ich hoffe, euch hat mein drittes Advent-Special gefallen und wir sehen uns demnächst.